Care Energy und ECE eröffneten die erste Elektroladesäule CareLoad im Billstedt-Center. Als Unterstützer der Initiative kam auch Hamburgs Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, Herr Horch, der Elektromobilität eine zentrale Rolle in der gesamten Energiewende zuschreibt. Es ist die erste diskriminierungsfreie Ladestation für Elektrofahrzeuge in einem Einkaufszentrum der ECE und damit der Startschuss der Kooperation mit der MK Group. Herr Christek, dem CEO von Care Energy, war es wichtig, in der Ladeinfrastruktur nachhaltig und effizient zu bleiben und erklärte, dass das mehrfach prämierte Ladekonzept diskriminierungsfrei sei, da trotz ca. 1300 verschiedener Stromanbieter am Markt jeder Kunde auf Basis seines Hausstromvertrages tanken kann. Also es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit der ECE hier die Ladesäule der CareLoad Care Energy errichten durften. Zielsetzung dieses Projektes war eine ökologische, aber auch ökonomische Lösung für das Beladen von Elektrofahrzeugen zu finden und es allen Kunden im gesamten Bundesgebiet möglich zu machen, zu ihrer Hausstromrechnung die Beladung ihres Fahrzeuges durchzuführen. Und so wurde ein weiterer Schritt zum Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität gemacht. Senator Horch überzeugte sich an Ort und Stelle von der Bedeutung und Nutzung der Ladesäule. Dieses Konzept, es muss eben super einfach sein, es muss einladend sein, es darf nicht abschreckend sein für den Nutzer und das ist hier sehr gut gelungen. Weitere Projekte der MK Group in Kooperation mit ECE sind bereits in Planung.